So, willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben gehört, dass in der Nacht da ein starker Gegner ist, hat die eine Nachricht gesagt. Deswegen wollen wir da in der Nacht nochmal hin. Aber wenn es echt tageszeitabhängig ist, huiuiui. Todesvogel? Da ist einfach ein Boss, aber nur nachts. Verarscht mich doch. Ich sehe gar nichts. Keine Chance. Aber was ich mir eigentlich denke, müsste nicht. Kann man Bogen am Pferd hernehmen? Das wäre auch ultra OP, oder? Wenn ich da einfach die ganze Zeit mit dem Bogen drauf schieße. Das geht. Müsste ich nur noch rausfinden. Hier will ich auf jeden Fall einen Boss markieren. Müsste ich nur noch rausfinden, wo ich Pfeile herbekomme. Gut zu wissen, nachts, also es kann tageszeitabhängig sein, ob da ein Boss ist oder nicht. Uff. Und wenn das mal nicht kompliziert ist. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Hey, was auch immer der mir wieder anzeigt. Ich will mir eigentlich vornehmen, erstmal alles unter, hier so, unterhalb zu machen. Also ich würde auch sehr, sehr gerne einen Pfeilhändler finden, weil zum Beispiel den Bogen stelle ich mir vor, dass der mit Pfeil und Bogen am Pferd
you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Hello? Anyone? Ich höre was. Hallo? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay, wir sollen von hinten draufhauen. Ouch! Don't stop now, friend. Just keep clobbering away at the old behind. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Triumphierender Jubel. Na hallo? Well played, good sir. Well played. Oh, that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Besseres Fleisch. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading eastward to Redmane. I've heard. Okay. Ja doch, haben wir auch gehört. Aha, von dir. Das da suche ich. Okay, da haben wir doch schon wieder jemanden geholfen. Was mich halt wundert, wir haben noch nicht. Bisher sind die Gegner alle respawn. Und ich dachte eigentlich, ich hätte im ersten Test gelesen, dass nicht alle respawnen würden. Komm her. Ja, gegen so große Gegner ist Bluten natürlich keine schlechte Eigenschaft. Nein, ganz im Gegenteil. Was haben wir hier für ein Item? Noch ein Schmiedestein, okay. Limgrave. War ich aus Limgrave draußen aus Versehen?
Okay. Oh, so viel noch zu entdecken. Mir fast alles immer zu viel und zu groß. Aber naja. Bisher ist auf jeden Fall noch nicht lang. Ich mache zu Pferd in der Nähe eine Geisterquelle einen Sprung, um auf dem Strom durch die Luft zu reiten. Wenn der zu Pferd in eine Geisterquelle springt, nehme ich auch aus großer Höhe keinen Schaden. Zu Pferd in der Nähe einer Ding. A drücken. Hier bin ich schon auf Sturmhügel. Ich wollte ja eigentlich das Gebiet hier unten durchsuchen. Ups. Na dann wieder runter mit uns. Achso, ah, da in der Nähe nehme ich auch. Warum blitzt es da so? Hier ist noch was. Eine goldene Rune. Ich habe so halt Angst, hier irgendwas zu verpassen. Ich glaube, das geht super einfach. Haben wir nicht hingeschaut, alles verpasst. Den Süden will ich erst später machen. Bleiben wir mal hier in dem Bereich über der Straße. Gibt's hier irgendwas Spannendes? So. Die paar Wölfe sind Geschichte. Goldene Rune haben wir auch hier bekommen. Da ist wieder so eine Statue, die ich noch nicht ganz kapiere. Okay, da waren wir noch nicht hin. Hier, der Abgrund ist eigentlich doch auch ein
Führer aller Torwächter, all jene, die zur Wurzel zurückkehren. Gehen wir doch mal hier runter, weil ich wissen will, was da ist. Oh. Scheiße. War doof. Wollen wir mal dahin. Vielleicht doch mit dem Pferd unterreiten. Da waren wir zum Ort unseres Todes zurück. Hallo? Ich hatte dich ja noch gar nicht gesehen. Da noch einer. Au. Leise. Was mit uns erzählen? Oh, da reitet man irgendwo hin, wo man denkt, man war schon, und dann kommt da plötzlich so ein blödes Lager. Ah, jetzt fragt er mich natürlich nicht, ob ich bei der Statue starten will, obwohl die auch da war. Da, hier ist die Statue. Wo sind wir denn da jetzt? Ach, ich hier fast beim Fluss. So, kommt her, ihr. Ja,
Bist du nicht der, dessen Pferd ich gerade vorher schon umgebracht habe? Mein Gott. Die Steuerung am Pferd, das ist echt zu schnell. Oh, da wird mir ganz schwummerig. Jetzt wollte ich eh noch schauen, ob's... eine Bewegungs... Unschärfe gibt, weil die hasse ich ja. Das... Hat der das jetzt auch gespeichert? Da wird mir immer so schlecht. Es kann sein, dass das... Ah ja, viel besser. Deswegen habe ich, glaube ich, erst jetzt mal so Kopfweh gehabt. Kein Problem für uns, der Gegner. Hey Wolfies. Das habe ich ja wieder top gemacht. Was habt ihr hier? Handbuch des Rüstungsschmieds. Hallo Spiel. Schön, dass es uns den Moment noch ein bisschen länger zeigen wird. Handbuch des Rüstungsschmieds. Was ist das? Erweitert das Handwerksrepertoire. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so direkt offensichtlich fand. Hier ist der Fluss auch, oder? Genau. Wir waren aber wieder davor, wo wir da davor waren. Gerät schon wieder Müll. Entschuldigt. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Immer her damit. Können wir da irgendwas machen? Reicht noch nicht. Hier kann ich ja nichts herstellen. Wo muss ich denn hin, um Sachen herzustellen? Habe ich ja auch wieder keine Ahnung. Wertvolles Objekt suchen. Oh, was ist da unten? Reiset Freundschaft. Frieden. Vorsicht vor starker Feind. Achtung Licht.
Da die sind ja sehr anfällig für ein bisschen Rückstoß hier schon. Ah, heller Ort. Todes versuchen und dann Angriff. Oh oh, was seid ihr denn? Kann ich die umbringen? Stehen da noch mehr auf? Ah, hier ist ein Dungeon. Na rein da, bevor die Skelette hierher kommen. Trübflusskatakomben. Um noch schnell Seelen nehmen. Damit wir aufleveln können. Und den Dungeon wollen wir aber dann erst. Ich benutze, wie gesagt, eh nie. So. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Let's Play Elden Ring. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und macht's gut. Bis morgen quasi.